Sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Frau Senatsbaudirektorin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu dem Thema zu sein, wobei, als ich zugesagt habe, ich offen gestanden nicht so ganz erkannt habe sofort, dass natürlich, wie die Frau Senatorin schon gesagt hat, wir hier mit einem ganz dicken Brett zu tun haben und die mir gesetzten 10 Minuten doch nur erlauben, einige Aspekte ein wenig anzureißen, aber ich denke, wir werden dann auch in den weiteren Phasen das eine oder andere noch vertiefen können. Wie komplex dieses Thema ist, ist, glaube ich, schon auch in Ansätzen deutlich geworden. Wir haben komplexitätserhöhend damit umzugehen, dass es eigentlich keine ganz allgemeingültige Definition von Gemeinwohl gibt. Als Sie reingekommen sind, haben Sie auf dem Poster eine gehabt. Wir haben jetzt noch mehrere gehört. Ich kann Ihnen nun auch noch den Versuch einer Definition bieten. Was, glaube ich, allen gemeinsam ist, und das hat, finde ich, Marina Münkler neulich in einem Interview sehr gut ausgedrückt, indem sie gesagt hat, der Begriff Gemeinwohl ruft die Vorstellung auf, dass es etwas gibt, das für alle etwas gemeinsam Gutes bedeutet. Also dieses Wohlergehen zum Beispiel, was unten auf dem Poster stand, aber eben auch die anderen Aspekte, die genannt worden sind. Und Christiane Thalgott hat hier gerade auch schon an die Verantwortung von uns allen sozusagen erinnert und appelliert. Und man kann ja in der Tat sagen, wenn wir alle ganz kategorischen Imperativ beherzigen würden, dann wäre es im Grunde genommen für uns alle selbstverständlich und wir müssten vielleicht gar nicht mehr so lange drüber diskutieren. Aber wir müssen eben gleichzeitig auch feststellen, dass die Realität doch etwas anders aussieht, wobei das auch kein neues Thema ist, sich mit dem Thema Gemeinwohl auseinanderzusetzen. Ich finde nach wie vor, dass dieses Fresko von Lorenzetti im Rathaus von Siena, die Allegorie der guten Stadtregierung, sehr schön eigentlich gemeinwohlorientierte Politik und ihre Komponenten illustriert, und er zeigt eben sehr deutlich, wie viele Aspekte es gibt, die im Hinblick auf Gemeinwohl zu berücksichtigen sind. Und er zeigt im Übrigen auch schon die Bedeutung der Einbindung der Bürgerschaft, ein wirklich zentraler Punkt, denke ich, wenn wir über Gemeinwohl sprechen, um eben wirklich auch ein umfassendes Bild und dann gemeinwohlorientierte Initiativen zu stärken. Neben dieser Allegorie macht auch deutlich, welche Vielzahl von Beteiligten es gibt. Also wir haben nicht nur eine Vielzahl von Themen, die unter Gemeinwohl fallen, sondern auch eine Vielzahl von Beteiligten und damit eben auch eine Vielzahl von Eigeninteressen. Nun sind Eigeninteressen per se aus meiner Sicht zumindest erstmal gar nicht negativ. Was negativ ist, wenn diese Eigeninteressen nicht deutlich benannt werden, dass es eben ein Eigeninteresse ist und teilweise wir ja auch erleben, wie Eigeninteressen sozusagen mit vorgeblich Gemeinwohlinteressen getarnt werden. Das macht es dann wirklich schwierig. Wichtig ist also im Hinblick auf Gemeinwohlerreichung aus meiner Sicht Transparenz in der Diskussion und Ehrlichkeit in der Diskussion, dann wäre manches auch etwas einfacher. Ein weiterer Aspekt, der die ganze Thematik nicht einfacher macht, dass wir nicht nur viele Komponenten und viele Beteiligte haben, sondern dass eben auch die Herausforderungen der Städte sehr vielgestaltig sind. Gerade aktuell merken wir es ja gerade auch in den wachsenden Städten, aber auch in den Städten, die von Bevölkerungsrückgang betroffen sind. Und diese ganzen Herausforderungen und demzufolge dann auch die Lösungsansätze haben eben durchaus Wirkungszusammenhänge. Und diese Wirkungszusammenhänge gilt es zu berücksichtigen. Und wir haben auch damit umzugehen, dass es sowohl zwischen
den einzelnen Themen als auch innerhalb der einzelnen Themen Zielkonflikte gibt, die es zu bewältigen gilt, eben um Gemeinwohl letztendlich zu erreichen. Wenn Sie nur das erste Thema Klimawandel, Klimaanpassung nehmen, einerseits wollen wir richtigerweise unter diesem Aspekt den Verbrauch der Ressource Boden reduzieren, deswegen Innenentwicklung, Nachverdichtung. Andererseits brauchen wir aber Frischluftschneisen und Ähnliches. Das heißt, wir müssen schon innerhalb der einzelnen Themen eine Abwägung vornehmen und erst recht dann zwischen den unterschiedlichen Kapiteln Klimawandel einerseits, CO2-Reduzierung, Dämmung sozusagen, Ertüchtigung der Gebäude, der Baulichkeiten, denn ein Großteil in unseren Städten ist gebaut und gilt es an heutige Anforderungen anzupassen. Das kann aber auch durchaus Mieterhöhungen zur Konsequenz haben und hier müssen wir auch wiederum einen Abwägungsprozess treffen und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir eventuell problematische Auswirkungen, zum Beispiel in diesem Fall eben steigende Mieten, in ihrer Schädlichkeit, in ihrer Gemeinwohl Schädlichkeit reduzieren können, also auch das weiter komplexitätserhöhend. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, ist ein probates Mittel die Entwicklung integrierter Stadtentwicklungskonzepte, die wirklich Handlungsnotwendigkeiten und Lösungsansätze in ihrer Gesamtheit in den Blick nehmen, um dann eben in einem Prozess der Erarbeitung zunächst mal die Themen als solche zu benennen, die Wirkungszusammenhänge zu analysieren, die Zielkonflikte, aber auch die Synergien, auch die gibt es ja Gott sei Dank, herauszufinden und dann eben auch in einem oft nicht leichten Prozess eben in Abwägung einzutreten, um dann ein mögliches Optimum für das Gemeinwesen und für möglichst viele Mitglieder dieses Gemeinwesens herauszubekommen, um dann in einem weiteren Schritt konkreter zu werden, noch inhaltlich in Fachkonzepten und räumlich in integrierten Quartierskonzepten, wo es dann noch konkreter wird. Berlin hat ja durchaus da eine gute Basis mit der Berlin-Strategie, aber ich denke, es ist auch eine Notwendigkeit, auch wieder, um sozusagen das Gemeinwohl weiter zu steigern, hier immer wieder Evaluierungen vorzunehmen und dann Anpassungen auch solcher Strategien in Angriff zu nehmen, um tatsächlich auch wirklich den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Wir brauchen also aufgrund dieser Komplexität eine umfassende Herangehensweise, die gerade, ich sagte es eingangs, auch die Bürgerschaft und alle anderen Akteure intensiv mit einbezieht, integrierte interdisziplinäre Strategien, bei der Beteiligung von Anfang an klare Regelungen, um auch sehr deutlich zu machen, welche Möglichkeiten haben die Beteiligten Einfluss zu nehmen, aber was ist eben auch letztendlich dann sozusagen das Vorrecht der demokratisch gewählten Gremien wie eines Stadtrates, um auch hier wieder Gemeinwohl zur Geltung zu bringen. Wichtig, Transparenz im Verfahren und auch unter den Beteiligten die Bereitschaft zu Konsens. Ohne das geht es nicht. Ohne Kompromissbereitschaft wird man eben diese Abwägung nicht vornehmen können. Das ist manchmal dann auch schmerzhaft. Aber wie gesagt, in unterschiedlichen Fällen gibt es auch unterschiedliche Gewinner und Verlierer. Was Ziel sein muss, die Zahl der Gewinner möglichst groß zu halten, die der Verlierer möglichst gering und deren Verluste auch nach Möglichkeit zu mindern. Zur Gewährleistung des Gemeinwohls und als Instrument, um es zu erreichen, müssen wir steuern können. Fürs Steuern brauchen wir Instrumente. Wir haben eine ganze Menge Instrumente. Hier bedarf es des politischen Willens, sie anzuwenden. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich will nur ein Beispiel nennen. Christiane Thalgott kennt es intensiv. Wir haben das Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, mit dem es gelingen kann, eben auch Bodenwerte, die sich entwickeln können, vorher abzuschöpfen oder im Laufe des Verfahrens abzuschöpfen.
In München ist eine solche Entwicklungsmaßnahme in Diskussion. Es haben sich die Eigentümer der betroffenen Bereiche gegen diese Maßnahme gewehrt und letztendlich hat zumindest so aktueller Stand, auch wenn es jetzt Initiativen gibt, um diese Maßnahme doch noch durchzubringen, aber erstmal hat die Politik gesagt, nein, wir machen es nicht. Also der politische Wille ist schon ein wichtiger Punkt. Das ist manchmal ein ganz, ganz, auch das ein dickes Brett. Sie merken es gerade beim Mietendeckel, aber umso wichtiger ist es, denke ich, dann auch zu unterstützen. Es lohnt sich, denn ohne auch solche Konflikte werden wir letztendlich sonst scheitern. Es bedarf aber auch eventueller neuer Instrumente. Es hat ja gerade die Expertenkommission zum Thema Baulandmobilisierung gegeben. Aus meiner Sicht sind die wirklich wichtigen Maßnahmen von dieser Kommission nicht empfohlen worden. Hier bedarf es meiner Ansicht nach einer sehr viel energischen Herangehensweise. Und das Land oder Berlin ist ja in der Doppelrolle von Kommune und Land. Und ich denke, das ist eine Riesenchance, die Sie haben, um eben durch eigene Initiativen, Landesgesetze, wieder Beispiel Mietendeckel, Gemeinwohl zu unterstützen, aber eben auch zum Beispiel durch Bundesratsinitiativen weitere energische Instrumente, als sie die Baulandkommission vorgesehen hat, zu initiieren, damit wir wirklich dem Ziel der Stärkung des Gemeinwohls in der Stadtentwicklung näher kommen. Die Chancen haben wir. Es liegt ganz wesentlich auch an uns, dass wir sie erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie da